Die Mission Aufstieg geht in die nächste Runde, Leute. Holstein Kiel gegen den HSV. Ich bin heute wieder auswärts dabei, fahre jetzt rüber. Das ist übrigens die kürzeste Auswärtsfahrt, St. Pauli mal ausgenommen. Und let's go! Ich bin hier noch am Hamburger Hauptbahnhof und hier steht ein HSV-Bus, aber ich glaube nicht, dass das der Bus der ersten Mannschaft ist, oder? Die fahren noch nicht jetzt los. Zweite Frauen-Bundesliga. Ich schwöre es euch, so ein Franzbrötchen mit einem Cappuccino, beste Kombi, Digga. So, by the way, das wird jetzt gerade die günstigste ICE-Fahrt meines Lebens für 9,90 Euro nach Kiel. Weniger habe ich noch nie bezahlt. So, wir sind da. Wir sind in Kiel. Gerade mal eine Stunde Fahrt mit dem ICE. So sieht das hier aus. Und hier gehen wir jetzt Richtung City. Hier oben sieht man auch Kieler Nachrichten. Oh, sehr, sehr viele Hamburg-Fans mit mir eben ausgestiegen. Boah, sind hier schon viele Fans am Start am Hauptbahnhof. Ich war übrigens zwischen 2016 und 2019 öfter mal hier gewesen, weil ich habe damals eine Ausbildung gemacht beim Weltunternehmen Coop und die hatten wir hier einen Sitz gehabt. Ja, und im Rahmen meiner Seminare war ich dann halt eben alle paar Monate mal hier gewesen. Ist auf jeden Fall ein sehr schönes Fleckchen, Kiel, wie ich finde. Ist auch eine Hafenstadt. Und wir gehen nochmal hier jetzt direkt an den Hafen. Das Witzige ist ja auch, die HSV-Reise auf diesem Kanal begann damals mit HSV gegen Holstein Kiel, wenn ihr euch erinnern könnt, für die Zuschauer, die schon länger dabei sind. Und wenn ihr euch jetzt nochmal meinen Titel zu dem Video durchlest, da hatte ich geschrieben, so steigt der HSV nicht auf. Das Spiel endete mit 0:0, mega Enttäuschung. Und da hat man schon gesehen, die Saison wird ganz, ganz schwer aufzusteigen. In dieser Saison ist aber alles anders. Ich habe so ein gutes Gefühl, dass wir das dieses Jahr packen. Wir befinden uns hier an der Bahnhofbrücke von Kiel. Hier stehen ganz viele Boote, Passagierschiffe, aber auch Containerschiffe. Ja, und wir schauen uns jetzt mal ein bisschen um. Hier gibt's natürlich ganz viele Läden mit Meeresfrüchte-Feinkost. Hier ganz bekannt Gosch Sylt. So viele HSV-Fans hier. Ich habe jetzt natürlich nicht jedem in die Fresse gefilmt, aber es ist Wahnsinn. Ich glaube, die ganze Kurve wird wieder voll werden. Ich habe schon richtig Bock drauf. Also Kiel kann man sich wirklich für so einen Tagestrip oder so echt mal geben. Also wenn das Wetter jetzt nicht gerade so kalt ist wie heute. Ansonsten ist hier echt schön. Also ich würde sogar hart auf hart von hier jetzt zu Fuß den Weg zurückfinden zu der damaligen Jugendherberge, wo ich gepennt habe, als ich das Seminar hatte. Ja, Kiel ist ja die Landeshauptstadt von Schleswig-Holstein und zugleich die nördlichste Stadt in Deutschland. Und vor allem der Fußballverein, der ist ja jetzt nicht mal schlecht oder so, ne? Also es ist der 6. Platz. Heute spielt hier der 2. gegen den 6. Wenn der HSV mit einer Tordifferenz von 4 Toren, glaube ich, gewinnen sollte heute, also sagen wir, gewinnt 4-0 oder so, dann könnte man sogar noch an St. Pauli vorbeiziehen und auf den 1. Platz springen. Holstein Kiel wäre ja auch um ein Haar 2016-17 in die 1. Bundesliga aufgestiegen, sind dann allerdings am VfL Wolfsburg in der Relegation gescheitert. Also ich habe eben gesehen, dass hier ein paar Leute oben spazieren. Das sah ja ganz cool aus. War so eine Brücke gewesen, die dann zu diesem Colorline-Schiff führt. Aber ich gucke mal, ob man hier auch so lang kann. Übrigens zum Holstein-Stadion soll es auch gar nicht so weit sein von hier. Sind circa 10 Autominuten. Werde mal nachher dann gucken, wie ich da hinkomme, ob ich mir ein Taxi nehme oder einen Bus. Ey, hier ist auch immer so mächtig Betrieb am Hafen. Also ich habe immer schon richtig Respekt gehabt vor Leuten, die Jobs am Hafen haben. Hier checkt man ein. Für die Fahrt, glaube ich, für die Schifffahrten. Also auf so eine Kreuzfahrt, irgendwann hätte ich auch mal mega Bock. Guck mal hier, Leute, das ist so wie so quasi am Flughafen, nur für die Schiffe. Hier ist quasi das Boarding. Und dann dockt dieses Ding da ans Schiff an, dann steigt man ein. Also irgendwann mache ich das noch, irgendwann eine Kreuzfahrt. Ich glaube, dafür müsste ich noch so 5000 Stadionblocks drehen. Und dann kann ich mir das auch leisten. Das ist ja die Hafenseite gewesen. Und jetzt gehe ich doch mal wieder auf die andere Seite. Da lese ich ja schon da hinten Shopping Center. Da geht es, glaube ich, richtig in die City. Und dann gucken wir, ob wir was Schönes zu essen finden. Bitte Hamburg, lass uns heute nicht so schwitzen. Einfach mal einen souveränen Auswärtssieg einfahren. Bitte. Ist ja meine zweite Auswärtsfahrt, mein erstes Liga-Auswärtsspiel mit dem HSV. Und ja, wie meine erste Auswärtsfahrt gelaufen ist, haben die meisten von euch ja wahrscheinlich gesehen. Ich möchte eigentlich ungern wieder so ausrasten müssen, wie beim Elverschießen in Bielefeld. Ja, auch richtig schön mit den orangenen Herbstblättern, die alle demnächst abfallen werden. Ja, kann man sich auch im Sommer oder so mit dem Eis hinschillen und ein bisschen die View genießen. Ah, wie cool hier die drei hier am Paddeln. Richtig cool. Hier gibt es Fischbrötchen. Ja, die Kieler Spieler werden ja auch Störche genannt, mit Spitznamen. Viele sagen, das ist, weil früher die Trikots weiß waren und die Stutzen rot, sahen sie aus wie Störche, mit den roten Füßchen quasi. Aber tatsächlich soll es zurückzuführen sein auf die allererste Fußballkneipe hier, das Storchennest. Und ja, man weiß es nicht. Checken mal hier diese Einkaufspassage aus. Oh, da wird man gleich mit richtig viel Frische begrüßt. Das sieht ja richtig gut aus, die Obstpräsentation hier. Also hier in Kiel ist sehr, sehr viel
Ja, reimt sich jetzt so mit Seemannsmotiven und sowas geschmückt, ne? Guckt euch mal dieses Schiff hier an, ne? Mit Lametta. Sieht ja nicht so schlimm aus. Vielleicht hilft da ein bisschen Lametta. Der Roboter hier ist auch ein bisschen lost, ne? Guck mal, Leute, da drüben, auf der anderen Seite auf dieser Brücke, da standen wir eben noch. Hier laufen schon die Vorbereitungen für den Kieler Weihnachtsmarkt. Ich liebe ja sowas, fühle ich richtig Weihnachtsmärkte. Ach stimmt, es gibt ja auch die Wurst Kieler Knacker. Hier auch sehr, sehr eigen, hier mit diesen ganzen Hügeln, die da hochführen, zur Wunderino Arena. Ja, ich habe gerade mal geguckt, die Wunderino Arena ist eine Multifunktionshalle hier in Kiel. Also da finden Events, Konzerte und sowas statt. Ah, das ist dann die Einkaufsstraße hier in Kiel. Wir sind jetzt hier mitten in der City. Und guck mal, hier entsteht auch noch ein weiterer kleiner Weihnachtsmarkt. Aber sehr cool hier mit diesem Puppenturm hier, ne? Leute, es macht zurzeit einfach so unheimlich Spaß, diese HSV-Videos für euch zu drehen. Dennoch kommt die Länderspielpause jetzt gerade richtig. Ich habe jetzt die letzten 2-3 Wochen komplett durchgezogen. Eine Pause tut gut, aber wir knüpfen danach natürlich nahtlos an gegen Braunschweig. Dann das erste Mal wieder mit meiner Frau im Stadion. Erste Reihe gegen Braunschweig. Das ist ein kompletter Schock wieder für sie. Ich glaube, die war das letzte Mal vor 6-7 Jahren gegen Bayern im Stadion gewesen. Das war noch die richtige Bruchzeit vom HSV. Jetzt diesen neuen Aufschwung hat sie noch nie live erlebt in der Arena. Deswegen, ja, lass jetzt schon mal ein kostenloses Abo da, um das auch nicht zu verpassen. Und weiter geht's. Also ich möchte es noch einmal betonen, Leute. Kiel ist sehr, sehr schön, muss ich sagen. Es ist auch eine Mischung aus alt und modern. Und hier lässt es sich echt nice leben, finde ich. Möchte mich hier an dieser Stelle auch sehr, sehr herzlich bei der Instagram-Seite HSV Volkspark 1887 bedanken, die Videos immer so geil supporten und das alles reposten und sowas. Also wirklich vielen Dank von Herzen aus. Folgt auf jeden Fall der Seite, wenn ihr auch HSV-Fans seid. Ihr kriegt da immer kurz und knackig die neuesten Infos und alles Wichtige rund um den Verein. Ich verlinke euch die Instagram-Seite in der Beschreibung. Folgt da gerne rein. Der Mann steckt da wirklich sein Herzblut rein und opfert seine Freizeit, um euch damit News zu versorgen. Hier ist sogar ein John Reed Fitness. Ich könnte eigentlich rein theoretisch jetzt nochmal vorm Spiel eine Runde pumpen gehen. Hätte ich auch bitter nötig. War schon wieder so lange nicht mehr. Alter, ich habe wieder so abgenommen. Das ist unfassbar. Die Stadt Kiel hat rund 250.000 Einwohner und das merkt man auch. Also man kann hier wirklich so chillig und entspannt durch die Straßen schlendern. Oh, nach dem langen Spazieren in der Stadt habe ich jetzt richtig Hunger bekommen. Ich werde mir jetzt hier irgendwas zu essen holen in der Nähe vom Hauptbahnhof und danach gehen wir auf die andere Straßenseite, nehmen uns den Bus und fahren zum Holsteinstadion. Ja, ich würde sagen, jetzt gönnen wir uns hier erstmal ein Fischbrötchen oder sowas. Richtig Bock drauf. Ich habe mir jetzt so ein Backfischbrötchen mit Remoulade bestellt. Ne, zum hier essen, danke. Vielen Dank, mein Lieber. Dankeschön. So, da ist das gute Ding. Schön mit Remo. Lecker, lecker. Und dazu auch eine schöne View. Dann würde ich sagen, wollen wir uns mal den Mund abfischen, ne? Richtig heiß. Richtig heiß und lecker. Also das ist wirklich eins der besten Fischbrötchen, die ich je gegessen habe. Guckt euch mal dieses saftige Fleisch an. Das Brot ist warm, als wenn es gerade aus dem Ofen kommt. Der Fisch ist heiß, also und dann noch die Remoulade dazu. Richtig gut. Also da bezahle ich gerne für eine Waffe. Sehr, sehr leckeres Fischbrötchen. Eine absolute 10 von 10 Fischbrötchen hier bei Gosch Sylt. Ja, Leute, wir sind angekommen und ich gucke mich hier die ganze Zeit gerade um. Wo ist denn das Stadion? Das ist das Stadion. Das ist ja wirklich sehr klein, außer die eine große Haupttribüne da. Sieht das andere ja, der Rest sieht aus wie, keine Ahnung, wegen Bauhausgebäude oder so. Aber das ist das Stadion tatsächlich. Es war auch wirklich schwierig, hier das Ticket zu bekommen. Ich habe wirklich wochenlang gesucht, was Gescheites zu finden, um irgendwie in der Nähe vom HSV-Fan zu sitzen. Natürlich mal wieder spannend, wenn man zum ersten Mal in einem Stadion ist, nochmal diese Pre-Match-Atmosphäre aufzusaugen. Das ist ja jetzt auch unglaublich. Ich dachte eben eigentlich, das wäre eine gemischte Tribüne, weil es ist ja nicht hier ein Ultra-Block oder sowas. Und trotzdem müssen die Hamburg-Fans sich hier jetzt anstellen und ihren Schal abgeben. Wow, also die sind hier ja richtig strikt. Nee, dass sie jetzt den Schal einsacken, ne? Den Schal? Ja, was ist das da? Die wollen meine Kugel haben. Die wollen mein Trikot haben. Alter. Ich dachte, das wäre eine gemischte. Selbst umdrehen. Selbst ja. Umdrehen lassen die nicht gelten. Nee. Wir dürfen gar nichts vom HSV an uns haben. Ja, war. Ich dachte, das wäre eine gemischte Tribüne. Ich auch. Komplett. Weil der Ultra-Block von denen ist auf der anderen Seite, ne? Ist auf der anderen Seite. Ja. Oh Mann. Also der Unmut der Hamburger Fans ist hier so riesig. Die regen sich ja alle so auf darüber, dass man wirklich den Schal abgeben muss. Sogar ein kleinstes, wenn du sogar nur so einen Anstecker vom HSV hattest, dann musst du den abgeben. Und du kriegst jetzt gleich so einen Beleg dafür, dass du dann reinkommst. Wahnsinn. Und nach dem Spiel kann sich ja jeder wieder anstellen und sein Utensil wieder abnehmen. Ja, ohne Spaß, das ist so ein Witz. Also, oh, sogar die
diese Leute, die dich kontrollieren, sagen, wir können ihren Frust verstehen. Ja, jetzt habe ich halt diese tolle Marke, die ich nach wie vor wieder abgeben kann, um meinen Schal zurückzubekommen. Der eine hatte eine Winterjacke vom HSV, eine Winterjacke. So, und die wollten seine Jacke haben. Soll er da jetzt mit T-Shirt reingehen? Lass mal gut sein. Ja, scheiß drauf, wir sind hier, um den HSV zu unterstützen. Digga, jetzt habe ich meinen Schal leider nicht. Ihr wisst warum, weil wir den weggenommen haben. Aber wir kommen trotzdem in ein neues Stadion rein. Und ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Oha, und da sind die mitgereisten Hamburger. Das ist ja echt ein kleines Stadion, ne? Und alles auch so offen. Macht er heute eine Bude oder wieder ins Tor? Ja, ich sitze in der letzten Reihe. Aber dadurch, dass das Stadion sowieso so klein ist, ist es gar nicht so schlimm. Und das Geile ist, ich kann die ganze Zeit stehen. Also ich will ja keinen behindern, weil da nur noch eine Wand hinter mir ist. Jetzt wird hier die Hymne von Holstein Kiel gespielt. Das Einzige, was halt nur ein bisschen blöd ist, ist hier dieser Pfeiler. Das war im Ticket auch angegeben, eine kleine Sichtbehinderung, aber das sollte nicht weiter schlimm sein. Hoffe ich doch mal. Digga, die Kieler haben so auf Ernst Cheerleader da am Start, ne? Die Spieler laufen da gleich an diesen Frauen vorbei. Da kommen sie, die Kieler und die Hamburger. Digga, wie cool der Kameramann da einfach auf diesem komischen Gerüst hier steht über uns. Nach wie vor Nordtribüne Hamburg. HSV heute in diesen richtigen, aggressiven, schwarzen Trikots. Und let's go! Woo! Sieht doch echt cool aus hier, ne? Mit den ganzen herbstlichen Bäumen hier, mit den orangen Blättern hier rundherum ums Stadion. Da mit dem Horizont. Sieht schon nicht schlecht aus.
Komm, Dompe. Zeig, dass ein innerer Fond Ribéry in dir steckt. Und jetzt! Nein! Eine richtige Schmutzhalbzeit. Eine richtige Schmutzhalbzeit. Halbzeitpause. Führt mit 1-0. Holstein Kiel führt mit 1-0. Digga, wenigstens haben die bei der Kontrolle meinen Red Bull nicht aus meiner Tasche aufgenommen. Geh los. Digga, ahnt ihr das eigentlich? Ahnt ihr, dass das jeder Angriff vom Kiel gefährlich ist? Der kommt aber genau auch an den 5-Meter-Raum. So Glück gehabt bisher, dass er immer irgendwie da außen vorbeigeschoben wird. Also eigentlich hätten die Kieler schon längst das 2-0 machen können. Wenn nicht sogar was. Ja, der Support ist so bedingungslos da. Sau stark. Die letzten 20 Minuten und Hamburg liegt 2-0 zurück. Jetzt! Ja! Ja! Ja!
Ja, Leute, was soll man sagen? 4-2 gehen wir hier unter. Wirklich unnötig. Wir kommen auf 2-2 ran und dann fängt man sich solche zwei Kacktore. Unglaublich, aber gut. Kiel hat es auch irgendwie dann am Ende gut gemacht. Es war jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, dass es unverdient war. Ja, scheiße gelaufen. Jetzt kommt die Länderspielpause. Genau richtig. Ich gönne mir eine kurze Auszeit und dann in 2 Wochen 18:30 Freitag gegen Braunschweig, erste Reihe. Ich bin wieder dabei und da holen wir uns dann wieder die 3 Punkte. Lasst einen Daumen trotzdem nach oben da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Mission Aufstieg läuft noch. Haut rein, Leute. Ciao.